So, wir sind heute auf einer Ballonjagd. Klingt lustig, ist aber so. Und zwar mit dem Jagdgeschwader 6. Wir führen eine Kette von Fokker DA1 an und jetzt merkt ihr schon, wir sind im Ersten Weltkrieg. Wir starten hier. Die Deutschen sind auf unserem Frontabschnitt gut dabei und bedrohen Frankreich. Und wir haben hier Fesselballons. Und diese Fesselballons sorgen dafür, dass zielgerichtetes Artilleriefeuer auf die Deutschen wirkt. Und das ist immer nicht so schön. Und darum steigen wir heute in unsere Fokker. Hier haben wir die Kollegen vom Jasta 4. Die werden die Ballons angreifen. Und unsere Fokker sorgen dafür, dass denen nichts Großartiges passiert. Ja, wir machen mal alles an. So, dann klödern die schon los. Ja, dann laden wir uns mal fertig und klödern mal mit. Und aufpassen, die Bombentrichter sind noch nicht zugeschüttet hier, dass wir diese Karre nicht zerlegen. Jetzt der 4 startet auch und wir starten mit. Warum wir die mal nicht überholen? Ich blende euch mal Info ein. Kein Strömungsabriss. Mal besser nicht runterfallen. So, das kommt auch mit. Da sehen wir halt, ne? Alles schön kaputt noch. Da haben die jetzt ja Zeit, bis wir wieder da sind, mit dem Spaten mal ein bisschen was zuzuschütten. Ja, wir sind Flugführer, erkennen wir hier in unserem Bändchen. Wir können hier unsere Spandau-Maschinengewehre schon mal laden, durchladen, keine böse Überraschung gibt. So, da setzen wir wieder unsere Holzkiste. Und bleiben schön beim Jasta 4. Ja, die Flying Circus 2 Geschichte ist schön in Arbeit bei IL-2, dass es dann auch hier halt mal eine Karriere gibt, die man dann fliegen kann. Freue mich auch drauf. Es ist immer noch irgendwo der geilere Luftkampf, weil das halt so pures Fliegen ist. Finde ich schon geil. Ja, ob wir jetzt den ganzen, jetzt das ganze Ding fliegen, weiß ich noch nicht. Das sieht hier schon mal hübsch aus, ne? So. Und steigen wir ein bisschen über das Jasta 4. Wir denen dann helfen können, wenn was passiert. Wo sind die denn? Da sind sie. Das ist Jasta 6, das sind wir. Und die Falls D3A, die sollen dann nachher die Ballons angreifen. Wir sind nur Deckung. Und es ist halt alles viel mehr optisch, ne? Ich kann den Leuten da keine großen Zeichen geben. Jeder macht so das, was er am besten denkt und versucht, ein bisschen bei den anderen zu bleiben. Aber so groß mit der Koordination war da noch nichts.
Darum, ich behalte mal ganz gerne es mal, ganz gerne alles mal im Auge. Oh, die sind. Wir halten mal die Umgebung im Auge. Weil ruckzuck sind wir in Frankreich. Flugzeuge. Mal hinterher kommen jetzt erstmal hier. Wie gesagt, wenn jetzt Gegner kommen, also die jetzt nur abzudrängen und darauf zu hoffen, dass sie verschwinden, das lassen wir mal. Also wir werden die dann auch direkt niederkämpfen. Mit dem Risiko, dass natürlich unsere zu schützenden Flugzeuge da alleine weiterfliegen und von der nächsten Meute angegriffen werden. Da sind auch nochmal Flugzeuge. Gewesen. In den Wolken jetzt wahrscheinlich. Also da merken wir uns auch nochmal was. Da ist eine Kette. 1, 2, 3, 4, 5 Flugzeuge. Also, da könnte was sein. Die können wir noch nicht identifizieren. Da auch noch nicht. Und es ist noch so ein bisschen, erstmal ein bisschen Schach spielen, versuchen in eine bessere Position zu kommen. Viel können wir jetzt nicht machen, wir fliegen jetzt unseren Falz hinterher. Und schauen mal, wer sich da als Gegner entpuppt. Oder alle, ja, natürlich ganz toll. Ja, hier hat man ein bisschen mehr Zeit, ne? Tja, wer seid ihr? Da ist ein Ballon. Nee, oder? Ja. Aber auch vor uns weg, ne? Jetzt trennen die sich. Na, die werden uns auch gesehen haben. Spannend. Wer seid ihr? Ja, die Beine brechen jetzt aus. Tja, helfen wir denen?
Oder nicht? Also meine komplette Meute ist unterwegs. Ne, zwei, die haben sich jetzt auch geteilt von uns hier. Ja, Leute. Nee, wir bleiben bei Yasser 4. Machen da keine Faxen. Ja, die schießen sich da wohl schon. Die Flak schießt auf die. Ja, wir sind noch auf unserer Seite, also sind das böse. Das ist immer ein schöner Indikator, wo die Flak drauf schießt. Auf eigenem Boden. Flakbeschuss ist meistens ein Feind. Ja, da kommen die nächsten. Hier ist richtig was los in der Luft. Nochmal vier. Tja, die Fokker sind wir los. Die können jetzt auch schon gar nicht mehr aufholen. Und wir fliegen auch mit voller Fahrt. Naja gut, sind wir schon ohne Feindeinwirkung mal eben halbiert hier. Fast. Ja, und sind die Kämpfe hier, ist der Grabenkrieg tobt hier. Ja, hier im No Man's Land. Da geht die Frontlinie weiter. Und eine schöne Markierung. Ach guck mal, jetzt fliegen die auch die an. Sauber. Jetzt sind dann alle meine Freunde weg. Schönen Dank. Aber die scheinen auch auf die Falsten zu fliegen, darum wollen wir jetzt auch mal schneller fliegen. Ja. Die Falsten, die sind ein bisschen weiter vor. Dann wollen wir auch mal beschleunigen. Die beiden setzen sich hinter die. Ach, die sind schon 3 Kilometer weg. Die sind gar nicht so hochgeflogen wie ich. So, Sock Dolphins. 4 Stück im Direktanflug. Alter, nicht so schön. Wollen wir mal Gas geben jetzt hier. Gut, die haben auch Selbstverteidigungsfähigkeiten. Ist ja nicht so, dass die denen da nur schutzlos ausgeliefert sind, aber das ist natürlich jetzt auch doof. Ja, gab es den ersten Treffer, geil. Ja, wir waren jetzt auch vielleicht ein bisschen weit weg von denen. Ist ein Kühler kaputt. Aber weil die alle auf eingestürzt sind. So, jetzt müssen wir uns mal langsam was raussuchen hier. Ich würde sagen, hier oben. Damit wir jetzt erstmal davon abhalten, weiter die Falz anzugreifen. Der kommt uns zu, der fließt von uns weg, dann haben wir uns hin. Oder? Ach, wen nehme ich denn? Ach, dann nehmen wir den natürlich weiter weg, die sind da. Dann kommen schon wieder welche. Boah, ist hier was los. Ne? Uns haben. Ich habe noch nichts gesehen. Boah, warum zieht das Ding denn so? Treffer. Ja, dann haben wir schon mal was getroffen. Das ist ja hässlich. Warum schießt denn der so doof auf den? So. Jetzt müssen wir unsere Schüsse sehen können hier. Ja. Das ist schöner. Machen wir mal durch. Ja, der haut mir ab, ne? Komm. Das vergessen wir mal.
weil ich will mich jetzt hier nicht aus dem Kampf ziehen lassen von einem. Aber wir sind da jetzt deutlich in der Überzahl. Das ist auch so ein Ding, ne? Sich da jetzt einzumischen, im Grunde genommen nimmst du den anderen dann auch die Möglichkeit zu schießen und man rammt sie nachher noch selber weg, wenn man nicht da mehr ist. Hier qualmt auch ein Fokker. Der schießt auf ihn, dann lasse ich ihn. Weil nachher versuchen wir es beide in Schussposition zu bringen und scheppern da zusammen. Das ist schlecht. Obwohl, er hat jetzt von ihm abgelassen. Jetzt können wir noch mal hin. Wie gesagt, das ist alles ein bisschen langsamer, aber man muss das auch schön planen, was man hier tut. Oh, da, jetzt hält er so hoch. Da ist irgendwas hinter mir, ne? Ja, das sind die Falls. Ja, komm schon. Ja, guck mal, das ist. Mit zwei, drei Leuten brauchst du nicht hinterher zu fliegen. Das war ein spannender Gewehr. Nochmal laden. Wir den jetzt hier wegtreiben. So ein bisschen schneller. Ist auch noch eine Focke hinterher. Oh, das hier mal. Ja, so geht das, ne? Was ist da hinter mir? Ein Böse. Was soll er? Oha! Oh. Ja, dann drüber von ihm. Ich habe eine Sockbin, das ist natürlich jetzt aber höchstens eine Glückssache. Weil ich ihn wohl einmal getroffen, der ist irgendwie kaputt gegangen, hat sich überdreht und Flügel abgebrochen oder so. Also das ist jetzt ein wirklich ernsthaft beschädigt hat, möchte ich mal. Möchte ich mal bezweifeln. Ah, der ist auch schneller. Die Tommys sind schneller. Auf jeden Fall. Ich habe noch einen zerstört? Wie mache ich das denn? Fliegt er wohl hinter mir nicht, ja. Ist ja frech. Drehen wir mal. Auf den zu. Ich verzichte lieber auf einen Abschuss, anstatt mich da wegzurammen mit meinen Leuten, weil da jeder die beste Schussposition haben will. Ja, wir sind schon ein, zwei hinterher. Das brauchen wir da nicht. Bleiben wir bei den Falls. Falls noch was passiert. Ha, ha, ha. Nicht so glücklich mit dem Zielen, aber gut, passt schon.
Ja, drei werden den ja wohl wegkriegen, ne? Ja, eine Fahrzeuge mit dem Kühler, aber nur schaffen die Balance abzuschießen. Ja, ein bisschen ist noch was zu gehen, also ich fliege jetzt auch mit ins Flakfeuer. Leute, ihr werdet doch jetzt den einen da wegkriegen, oder? Gibt's doch gar nicht. So. Wir drehen jetzt irgendwo hin. Kraftstoffzufuhr mal ein bisschen reduzieren hier. Wie gesagt, so richtig langsam kriegen wir den Motor ja nicht. Ja, mit den Zündunterbrechern wieder landen. Da wird auf den Ballon geschossen. Wenn wir schon mal dabei sind, machen wir gleich mit, oder? Naja, Quatsch jetzt. Munition haben wir noch. Da ist der zweite Ballon. Boah, die Flak. Die kreisen mal. Das haben wir selber gebacken kriegen. Aber die ziehen jetzt die Ballone auch ein, wenn die angegriffen werden. Und ich komme gar nicht mehr so schnell runter da. Die Flak. Anschießen die Limmels hier. Mensch, Leute, nun haut diese Ballons da kaputt, das gibt's doch gar nicht. Da kommen doch schon wieder. Also langsam wird es auch voll mit Gegnern. Und dann auch über der feindlichen Flak jetzt Luftkampf ist auch nicht so gut. Obwohl, wenn eigene Flugzeuge da sind, schießen die mit den Flaks um seltener. Außerdem treffen die eigenen Leute. Ja, nutzt ja nichts, würde ich sagen, ne? So, schießt, nachladen. Boah, ich kann gar nicht so schnell Höhe abbauen, wie ich das brauche hier. Dann welche so tief über die Flak ist, auch kein Spaß, ne? Ja gut, dass wir unsere Munition nicht an den Ballon verklebt haben, ne? Jetzt werden wir auch wieder ordentlich rausgezogen von denen. Dass das schon wieder fast keinen Sinn macht, hinterher zu fliegen. 700 Meter noch. Jetzt haben wir es gesehen. Oder nicht? Dann wollen wir das noch nutzen. 500 Meter. Ach, zu hoch. Scheiße. Ja, toll. Also eine Zielmarkierung muss ich mir echt noch suchen, ne? Das ist noch nicht so schön. Treffer.
Ah, wir haben schon schön Struktur jetzt kaputt gemacht. Also viel kann der jetzt auch nicht mehr manövrieren. Und ich glaube, wenn er so abkippt, das tut er auch nicht, wenn er in Not ist. Ja, das Treffer, da zählt er sich. Okay, mal das zusammensammeln. Das sind unsere hier. Da ist noch eine Dolphin. Da können wir hinterher. Jo. Dritte Flugzeug. Ja. Oh ja, das war ein Treffer. Ja, jetzt bringen sich schon wieder viele Positionen. Ne? Hier wird das schon wieder eng jetzt. Oh, fast ein eigener abgeschossen. Ne? Zu hoch. Der eine Treffer. Stützflug ist ja schneller. Ich greife immer noch die Balance an. Meine Herren, ey. Ich versuche da jetzt runter zu fliegen. Erstmal den hier abzufangen. Und wenn wir dann eh unten sind, dann versuchen wir Balance zu schießen. Ah, die Sockets, die sind schwerer, ne? Die fallen schneller runter quasi. 680 Meter. Da ist ein Ballon getroffen. Da springt einer mit dem Fallschirm raus, zwei Mann, die haben auch Fallschirme in den Ballons gehabt. Ja, ich glaube, den reichen wir mehr. Sag mir mal, ob hier noch ein Ballon ist. Nicht mehr, ne? Jetzt bloß keine Geschwindigkeit verlieren. Flak, passt auf. Nicht zu weit runter, sonst kommen wir da Maschinengewehrreichweite. So. Ja, das sind alles meine Fokker. Falls sie jetzt so zerlegt bei den ganzen. Ja, die dauert ewig gedauert, da den blöden Ballon zu schießen. Gibt's ja gar nicht. Der könnte abstürzen. Ich scheine die alle irgendwie immer auf meine Karte geschrieben zu kriegen, ja? Ah, die Pfeils da unten, ne? Und der Flakbeschuss, das ist natürlich gar nicht gesund da. Ich kriege die alle auf meinen Deckel, das ist ja nett, aber soll man nicht übertreiben. Gut, also ich möchte jetzt nach Hause, Leute. Oder sind da noch Ballons oder was? Ich sehe nichts mehr. Ich habe jetzt auch keinen Bock hier ohne Not. Die Falls, die werden da echt weggeschleckert. Ne? Aber ich kann jetzt ja nun nicht auch noch die ganzen Flaks bekämpfen und was weiß ich. Oder muss ich das? Oder was? Ich sehe keine Ballons mehr.
Weil ich ein Flugzeug. So, komm, falls jetzt flieg mal nach Hause. Dann soll jetzt auch mal gut sein. Wir hauen jetzt hier ab. Ich kann jetzt hier nicht ewig rumbutschern mit den Leuten. Ne? Aber ich glaube, die Falz, die fährt jetzt auch. Fliegt jetzt auch. Weg. Ja. Kaputten Kühler, aber weg. Muss es ja auch nur in Anführungsstrichen hier wieder auf deutschem Boden schaffen. Wir bleiben mal ein bisschen in Bewegung hier. Nicht nur jetzt von der Flak einkassieren. Ja, und schon haben wir schon wieder eine halbe Stunde Video voll. Aber es war ja auch tatsächlich immer, ui, immer irgendwo was los, ne? Kann man ja das sagen. Die Fokker sind. Ja, es sind ja zwei vorher schon ausgeschert. Wir sind jetzt immer noch vier. Wo die anderen beiden sind, weiß ich nicht. Ja, die Falz fliegt noch aus. Sehr gut. Haben wir schon angekaut, aber okay. Ein bisschen schneller die Ballast abschießen. Wird man noch nicht so oft getroffen. Ja, ich würde sagen, wenn wir jetzt nicht angegriffen werden, dann sehen wir uns zur Landung wieder. Sonst wird das ja eh nur eine Stunde. Dann bis gleich. So, wir sind jetzt irgendwo im Bereich des Flugplatzes. Aber noch ziemlich hoch. Aber dann kann man den Flugplatz immer schön finden von weit oben. Mal gucken, wo der ist. Hallo, Flugplatz. Das muss ja noch vor dem Fluss sein. Der ist ja hier schon unter uns. Ach du Scheiße. Ja, dann mache ich eben jetzt kontrolliert fallen hier. Wollte doch schon sagen, ja, guck. Da ist er. Vor dem Fluss hier. Gut, dann fliegen wir über den Fluss und kommen dann da so rein. Wir haben ja immer noch diese hässlichen Bombentrichter, also müssen parallel zum Fluss fliegen. Aha. Machen wir das. Müssen wir erstmal Höhe abbauen. Ordentlich. Wir müssen ja nur in der Nähe landen. Das ist ja das Schöne beim zweiten. Beim ersten wirklich hier Pisten. Pa! So. Mit Zündunterbrechung schon mal unterwegs hier.
jetzt nicht so einen beschissenen Krater erreichen. Ne? Halt nicht zu lange den Motor aus, sonst kackt er ab. Ja, das ist ja. Dazwischen soll das gehen, ne? Ja, das springt schon immer so gut an. Aber wir kommen klar. Nein. Ach. Ja, scheiße. Ja, da war der Krater zu nah und wir. Ich glaube, wir haben überlebt. Das nennt man Fliegerdenkmal. Ja, das war Mist, ne? Da kam echt diese olle. Wo kommen die da? Der Krater. Das war echt. Also die Dinger, die müssen wir die mal weg. Naja. Leben wir? Da bin ich immer gespannt. Ja. Emergency Landing. Ja, so kann man es auch sagen. Ach, dieser Krater. Hässlich. Naja, 43 Minuten geflogen. Davon haben wir ein gutes Stück aufgezeichnet. Ja, dann würde ich mal sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.